Hallo, ich möchte euch heute die neue Nightcore SRT9 vorstellen. Diese habe ich jetzt seit einiger Zeit bei mir zu Hause, aber da wir das Haus renoviert haben, bin ich leider noch nicht dazu gekommen, euch sie vorzustellen. Für mich ist die Lampe ziemlich interessant, gefällt mir gut von der Optik her und ist interessant durch die ganzen verschiedenen Lichtfarben, die die Lampe hat. Deshalb dachte ich mir, ich würde euch die Lampe mal vorstellen. Die Lampe hat maximal 2150 Lumen, die sie aus einer Cree XHP50 generiert. Leider ist die Lampe nur in Kaltweiß erhältlich. In Warmweiß hätte die Lampe mir wirklich noch einiges besser gefallen. Die Verpackung ist so, wie man es von Nightcore gewohnt ist, simpel, aber trotzdem hochwertig. Es sind schon einige Daten auf der Verpackung abgelichtet, so wie dass sie maximal 250 Stunden leuchtet. 15.100 Candela, 2 Meter wasserdicht, 1,5 Meter stoßresistent und maximal 246 Meter Leuchtdistanz. Die Lampe hat einen Smart Ring, steht drauf in der dritten Generation. Mir gefallen solche Smart Ringe ziemlich gut. Gucken wir uns die Lampe mal etwas genauer an. Die Lampe wird geliefert ohne Akku, dafür aber mit einem Holster, einem Lanyard, Ersatz Schaltergummi, Ersatz Dichtung und das war es eigentlich auch schon. So, gucken wir uns die Lampe mal etwas genauer an. Die Verarbeitung ist wie von Nightcore gewohnt auf hohem Niveau. Es gibt jedoch hier so kleine Verarbeitungsfehler, die nicht ganz so schön sind. Dies ist aber darauf zurückzuschließen, dass die Lampe im Druckgussverfahren hergestellt wird. Das heißt, die Lampe wird nicht aus einem Alublock rausgefräst, sondern das Alu wird flüssig in eine Spritzgussform gespritzt. Dies ist natürlich wesentlich einfacher, aber dadurch sind die Lampen in meinen Augen auch ein bisschen weniger stabil als jetzt eine Lampe, die komplett aus Aluminium gefräst wurde. Am Smart Ring sieht man auch einige kleine Unperfektheiten. Aber gut, die Gravuren sind sauber ausgeführt. Blick in den Orange-Peel-Reflektor. Die XHP50 sitzt sauber zentriert. Und außen drumherum sind eben die verschiedenen LEDs. Einmal UV, einmal grün, einmal rot, einmal blau. Wie gesagt, die Lampe kommt ohne Akkus. Ich habe jetzt schon Akkus drin. Um die Akkus zu laden, muss man hier seitlich auf die Knöpfe drücken. Dann kann man den Deckel abziehen. Hier ist eben auch eine Ersatzdichtung dabei, die sich hier um den Heckschalter legt. Man muss wieder die Knöpfe eindrücken und dann fest draufdrücken, bis es zweimal klickt. Ja, die Lampe wird hinten über den Schalter eingeschaltet und am Ring kann man dann, ich habe jetzt den Beacon-Modus, so ist die Lampe jetzt aus und dann kann man die Lampe quasi stufenlos hochdimmen, dann rastet sie ein, weiter kommt Stroboskop und das war es auch in die eine Richtung. Drehen wir die Lampe jetzt zurück. Rast sie wieder ein und dann stufenlos, bis sie ganz aus ist. Und in die andere Richtung schaltet sich zuerst das UV-Licht an, dann das rote Licht, dann das grüne Licht, das blaue und zum Abschluss noch ein rot-blau blinkendes Licht. Ich weiß nicht, was damit bewirkt wird. Und damit Polizei nachahmen kann oder was auch immer. Das ist ein lustiges Feature, aber ich sehe nicht wirklich den Sinn der Sache. Und ganz zum Schluss hat man dann noch den Beacon-Modus. Schaut man aus, dann kann man die Lampe immer im gewünschten Modus wieder einschalten oder halt man lässt die Lampe an und man dreht sie bisher in die Mitte, dann ist die Lampe auch aus. An der Seite blinkt noch eine blaue Status-LED, dass man die Lampe immer findet.
Ja, und ansonsten ist eigentlich nicht so viel zu der Lampe zu sagen. Sie liegt gut in der Hand. Die Form ist von der EC4SW oder von der ganzen EC-Serie ein bisschen abgeguckt, würde ich mal sagen, ne? Die Lampe kommt dann schon optisch bekannt vor, obwohl sie ein bisschen mächtiger jetzt ist und mit dem Clip an der Seite. Den kann man aber auch abschrauben her, durch die zwei kleinen Schrauben. Aber ansonsten gefällt mir die Lampe persönlich gut. Coole Features, ein bisschen Schnickschnack, den man nicht braucht. Was ich aber schade finde, ist eben, dass die LED keine neutralweiße Lichtfarbe produziert. Ich zeige euch noch die Lampe im Holster. So wie man es von Nightcore gewohnt ist, passt alles gut. Es gibt ja auch wieder die Lasche hinten ohne Klettverschluss. Das ist mir wichtig, weil ich oft auf Touren schon Lampen aus dem Gürtel verloren habe, weil der Klettverschluss nicht stabil genug ist. Diese Status-LED dient auch als Akkustandsanzeige. Wenn sie wie jetzt hier alle 2 Sekunden einmal blau blinkt, ist alles in Ordnung. Sobald die LED anfängt schnell zu blinken, muss man die Akkus wechseln. Dazu muss man auch sagen, dass in der Lampe entweder zwei 18650er oder 4 CR123 Batterien verwendet werden können. Der Heckschalter ermöglicht auch Momentlicht. Einfach antippen, dann hat man ein taktisches Momentlicht. Zu den Abmessungen kann man noch sagen, dass sie eine Länge von 148 mm hat. Der Kupfdurchmesser beträgt 40 mm, der Gehäusedurchmesser 35 mm. Und das Gewicht ohne Batterien beträgt rund 225 Gramm. Die Lampe ist wirklich stufenlos dimmbar von 2150 Lumen bis runter zu 0 Lumen. Und auf voller Pulle läuft die Lampe circa eine Stunde. Wenn sie jedoch zu heiß wird, dann regelt die Lampe automatisch runter. Sie hat ein intelligentes Temperaturmanagement. Ja, und ansonsten würde ich sagen, war es das auch schon von mir für diese Lampe. Falls es irgendwelche Fragen oder Anregungen gibt, zögert nicht und postet sie unter das Video. Auf jeden Fall gefällt mir die Lampe gut. Ich werde sie auf jeden Fall auf der einen oder anderen Urbex-Tour mitnehmen. Alleine wegen den mehrfarbigen LEDs, da kann man schöne Bilder mitmachen. Bis bald. Ciao.